dass du wieder dabei bist. Wie du, glaube ich, schon erkennen kannst, geht es heute um den volumigen Beachwave-Look à la Victoria's Secret. Ich werde dir heute noch mal ganz kurz meine Favorite-Produkte dafür vorstellen, die ich für diesen Look benutzt habe, und noch mal so ein paar kleine Tipps und Tricks, die du aber auch gleich noch sehen wirst, wie ich das Ganze umsetze, um den Look so zu kreieren und um nicht zu viel Haarlänge zu verlieren und ein lockeres Styling zu haben, was wirklich zu jedem Anlass passt. Ich habe natürlich, weil wir relativ viel mit Hitze jetzt wieder arbeiten werden, schon im Vorfeld ins nasse Haar, bevor ich mir die Haare geföhnt habe, das Blowout Spray genommen. Ich habe das schon im Vorfeld ins nasse Haar reingearbeitet, habe mir dann die Haare trocken geföhnt und bin damit dann perfekt ausgestattet mit dem richtigen Hitzeschutz für unseren Look. Ich zeige euch schon mal das erste Passé, was ich erarbeite. Am besten ziehen wir wieder von hinten so einen kleinen Mittelscheitel, nehmen uns alle Haare nach vorne und wir teilen uns die Passés jetzt einzeln ab, damit wir die Strähne mal gut kontrollieren können. Als ganz kleiner Tipp von mir. Wir starten unten und bauen das Ganze einmal ein bisschen auf. Tipp Nummer 1, ganz wichtig, den Wellenstab, den ihr habt. Ich würde euch immer einen konischen Wellenstab empfehlen. Das heißt, der ist oben ein kleines bisschen breiter, wird dann ein bisschen schmaler. Damit haben wir einen leichten Unterschied in der Welle, der das Ganze so ein bisschen natürlicher erscheinen lässt. Ihr solltet die breite Seite immer nach oben setzen, die schmale Seite nach unten. Das seht ihr aber gleich nochmal, wie meine Handhabung ist, wie ihr das genau machen solltet. Wir setzen das ungefähr unterhalb des Kinns an, drehen die Strähne rum, schauen, dass das so ein bisschen verteilt auf dem Wellenstab ist. Ihr könnt dann ganz, ganz langsam 21, 22, 23 zählen, nicht länger. Dann lassen wir das Ganze los. Fangt immer die Welle einmal ganz kurz auf, damit die sich einmal auskühlen kann, und legen die nach unten. Jetzt seht ihr, wir haben das ganze Passé hier relativ glatt gelassen und haben unsere Welle nur in dem unteren Bereich einmal eingearbeitet, damit wir nachher nicht so viel Länge verlieren. Die Passés sollten nicht immer gleich dick oder gleich groß sein, damit ihr so leichte Unterschiede mit reinarbeitet. Nur der Winkel, wie ihr quasi den Wellenstab zum Haar haltet, sollte immer schön gleichmäßig bleiben. Ihr seht, ich habe immer noch super schöne lange Haare und es sieht nicht so süß aus vom Look her, weil ich unten anfange und dann die Wellenbewegung immer ein bisschen weiter nach oben setze. Das Allerwichtigste ist natürlich der typische Victoria's Secret Style. Hier vorne unsere zwei hellen Strähnen, die richtig schön rauskommen, richtig schön volumig quasi aufgecrunched sind. Das heißt, das letzte Passé hier vorne, diese kleine Strähne, setzt ihr ganz nach oben an, damit ihr direkt hier vorne diese Öffnung vom Gesicht her habt. Dann beim Auskämmen ganz wichtig, einmal richtig durchbürsten, habt keine Angst davor, richtig durchzukämmen. Fixiert das Ganze, am besten nehmt ihr immer die Haare ein bisschen von unten und sprüht einmal drauf, dann gebt ihr nochmal das letzte Volumen dazu und euer Finish ist perfekt. Und natürlich als Finisher mein Lieblingshaarspray, das Flexible Control. Das verklebt nicht. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man Wellen oder Locken hat, die so extrem verklebt sind und die man nicht mehr auskämmen kann. Ist das perfekt. Es gibt euch den sicheren Halt für den ganzen Tag und ihr könnt es abends auskämmen und habt nächsten Tag immer noch eine perfekte Struktur. Als kleinen Geheimtipp kann ich euch das Beach Spray noch einmal empfehlen. Das macht die Struktur so ein kleines bisschen strukturierter und gibt ein kleines bisschen mehr Halt. Das ist ein Salt and Sugar Spray, was das Ganze nicht zu extrem crunchy macht, aber was euch so ein bisschen Textur gibt und den Look einfach ein bisschen strukturierter macht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß noch beim Zusehen. Lasst uns in den Kommentaren mal ein kurzes Feedback von euch da, wie das Ganze bei euch gelaufen ist und wie euch die Produkte gefallen. Und wir freuen uns aufs nächste Mal.